Hallo zusammen. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was in meiner EBDC-Pouch inbegriffen ist. Was ich alles da drin habe. Wir fangen erstmal damit an mit der Pouch. Das ist eine Olight-Pouch. Die ist relativ klein. Hat hier leider keinen zum Verschließen Reißverschluss. Also diese Zieher hat sie leider nicht zum Abschließen. Die musste ich mir speziell anbringen lassen. Ich habe die hier extra angebracht, anbringen lassen und ja, das stört mich aber nicht. Jetzt kann ich die ganz gemütlich abschließen, wenn ich irgendwo in Waffenverbotszone bin. Als erstes kommt so ein Tüchlein, das ich von einer sehr netten Bekannten geschenkt bekommen habe. Ist in der Pouch drin. Man weiß ja nie, ob man zum Beispiel im Zug sitzt und was isst und sich irgendwie Angst hat zu bekleckern oder weiß der Geier was. Das Tuch habe ich immer in der Pouch drin vorne. Dann fangen wir mal an. Wir öffnen die Pouch. Ich nehme mal kurz aus der Kamera raus. So, jetzt drehen wir sie mal um. Und jetzt löse ich mal kurz hier die Verbindung. So, zack. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich in der Pouch alles drin habe. Ich habe als erstes habe ich eine Schere, eine Klappschere. Das ist eine Klappschere. Die kann man ganz einfach zusammenklappen und zusammenschieben. Finde ich mega cool. Habe die auch deswegen hier drin. Dann habe ich hier drin ein Feuerzeug, wo man hier auch den Feuerstahl ausbauen kann und ihn auch anderweitig benutzen kann. Einen Moment, das tue ich wieder zurück. So, dann habe ich hier noch drinnen, jetzt fangen wir mal vorne an, meine Olight i3T EOS. In Titanium habe ich hier drinne. Die tut ihre Dienste sehr, sehr gut. Und das war deshalb benutze ich die auch sehr oft. Und das ist meine geliebte Taschenlampe, die ich hier drinne habe. Dann kommen wir weiter. Tue ich das wieder zurück. Zack. Dann haben wir hier oben zwei von den O-Knife O-Tackle H1. In dem einen habe ich meine Telefonnummer drin, meinen Namen und die Telefonnummer meiner Vertrauensperson, falls mir mal was passieren sollte. Und in der anderen habe ich Streichhölzer drin, damit, wenn ich zum Beispiel mich jemand fragt, hast du ein Feuer für mich? Kann ich sagen, ja, klar, gerne. Hier hast du dein Feuer und dann kannst du es überall anzünden. Dann habe ich hier von Fox das Full Piece immer drinne. Da wird, glaube ich, die Polizei auch nicht sagen, wenn man so ein kleines Messerchen dabei hat. Mit Slip Joint Verschluss. Dann so, tun wir das mal wieder rein. Dann habe ich hier mein O-Tackle D1. Das ist ein Schraubenzieher, der GM Knives hat das sehr schön vorgestellt. Und den verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Wirklich Hammerteil. Habe ich mir direkt gekauft, als ich das Video gesehen habe. Dann fangen wir mal hier an der Seite an. An der Seite gibt es ja noch auch Fächer. Da habe ich einmal Pflaster drin. Dann habe ich hier mein Ladegerät drin. Also diesen Ladeadapter zumindest. Mein Ladekabel habe ich gerade in der Tasche drin. Deswegen habe ich das hier nicht dabei. Dann habe ich hier so eine kleine Büroklammer, falls ich das mal benötigen würde. So eine viereckige. Die ist auch super gut.
Ja, und das war's in dieser Seite zumindest. Dann an der anderen Seite habe ich das, wie heißt das, OPL-Öl, was der Herrenlounge vorgestellt hat. Ne? Fällt mir jetzt der Name nicht mal ein. Michels Herrenlounge hat dieses Öl vorgestellt. Und das fand ich mega geil, denn es hat hier eine Dosierspitze innen drin. Es hat erstens eine Kindersicherung und zweitens hat es hier eine Dosierspitze. Ne? Eine Dosiernadel. Und das fand ich mega cool und deswegen habe ich mir das auch gekauft. Besser gesagt, als ich es gekauft habe, habe ich es erst gesehen, aber ich fand es mega cool. Habe ich immer dabei. Dann habe ich hier mein Big Ideal Mini Bold Action Pan. Und den finde ich auch mega cool. Den habe ich immer dabei. Der verlässt mich nie. So, und dann habe ich hier meine O-Whistle. Falls ich mal irgendwie in Notfall komme, kann ich einfach rausholen und reinpfeifen. Wenn ich dazu komme natürlich, ne? Dann habe ich hier noch ein Feuerstahl mit Feueranreißer. Und diese Feuerstahl habe ich von Reini Rossmann. Und der ist wirklich sehr, sehr cool. Den lege ich mal jetzt beiseite, weil das wäre zu frickelig, dort rein zu tun. Dann habe ich hier nochmal einen Adapter für Strom, für mein Handy oder überhaupt für ein USB-Kabel. Dann habe ich hier noch Kabelbinder. Ich hatte eigentlich diese Mehrzweck-Kabelbinder dabei, aber die waren mir zu groß, deswegen habe ich die rausgepackt. Dann habe ich hier eine Pinzette. Dann habe ich hier, ich habe mir im Stoffgeschäft so ein Gummi geholt, das man in die Hose einfrickeln kann. Und das kann man für alles benutzen. Das benutze ich ja als Lanyard. Habt ihr ja schon bestimmt nicht einmal gesehen. Zeige ich euch mal in meinem meinem Root. Ne? Hier ist er. So sieht er aus. Und das ist ein perfektes Teil, finde ich. Und deswegen habe ich das auch dabei. Und was habe ich hier noch drin? Dann habe ich hier noch zu meinen Pouches die Schlüssel drin. Zu allen Pouches, die ich so bei mir trage. Dann habe ich hier noch Karabiner von EDC Test Online. Die sind mega geil. Die finde ich richtig hammer super. Die trage ich immer an meinem Schlüssel auch und die habe ich auch immer hier in der Pouch dabei. Die sind mega leicht, die sind super stramm und was soll ich noch mehr dazu sagen? Und dann habe ich von diesen Tools von MKM, vom MKM Malga 6, die sind normalerweise immer dabei, habe ich zwei Stück drin, weil man weiß ja nie, ob man mal nicht von diesem hier irgendwie den Bit verliert, von dem D1 von Olight, O-Knife. Deswegen habe ich davon noch mehrere Tools dabei. Ja, und das war's eigentlich in meiner Pouch. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Kommentar und wünsche euch dann noch eine angenehme Zeit und verabschiede mich hiermit, euer Blind EDC Micha.